Ich spreche zu Eti Hillesum. Eti Hillesum, Tor der Sehnsucht oder das denkende Herz der Baracke. Eine niederländische Mystikerin des 20. Jahrhunderts. Ich beginne mit einem Wort von Eti Hillesum aus ihrem Tagebuch, im Deutschen veröffentlicht als das denkende Herz. Sie schreibt, ach, wir tragen ja alles mit uns, Gott und den Himmel, Hölle und Erde, Leben und Tod und Jahrhunderte, viele Jahrhunderte. Ein zweites Wort aus dem Propheten Jesaja, aus dem Kapitel 54, Vers 2 als Vorspann. Mach den Raum deines Zeltes weit, spann deine Zelttücher aus, ohne zu sparen. Mach die Stricke lang und die Pflöcke fest. Leben. Eti oder Esther Hillesum wäre 2014 100 Jahre alt geworden. Mit 29 Jahren wurde ihr Leben in Auschwitz-Birkenau zerrissen. Sie hätte gerne lange gelebt. Geboren ist sie am 15. Januar 1914 in Middelburg, Provinz Seeland in den Niederlanden, nahe an der Nordseeküste. Ich kenne diese Stadt sehr gut. Viele Jahre ist in der Nähe der Urlaubsort meiner Familie. Am 30. November 1943 wurde Eti mit vielen anderen Juden aus den Niederlanden in Auschwitz-Birkenau von den Schergen der Nazi-Diktatur ermordet. Ihr Tagebuch aus den Jahren 1941 bis 1943, angereichert durch ihre Briefe, ist in meiner Einsicht eines der eindrücklichsten spirituellen, ja mystischen Sprachwerke ungedeckten Schreibens aus dem 20. Jahrhundert. Wer war diese junge Frau? Etis Familie lebt säkular-jüdisch. Doch, das wird später deutlicher, ihre jüdischen Wurzeln reichen sehr tief. Ihr Vater Louis ist Lehrer für klassische Sprachen in Middelburg und wird dann 1924 Rektor in Deventer. Die Mutter Rebecca, geborene Bernstein, hat russische Wurzeln. Eti wächst ohne spezifisch jüdische Erziehung in einem eher christlich geprägten Umfeld auf. Sie hat zwei Brüder, Micha und Jaab. Der erste ein hochbegabter Pianist, der zweite Arzt. Die Ehe der Eltern wird als turbulent bezeichnet. Eti geht in Deventer aufs Gymnasium. Nach der Schule studiert sie ab 1932 in Amsterdam Slawistik, später auch Jura. Sie macht ein ausgezeichnetes juristisches Examen. Mitten im Zweiten Weltkrieg beginnt sie zudem das Studium der Psychologie. 1941 beginnt sie eine Liebesbeziehung mit ihrem Therapeuten, dem aus Deutschland kommenden Juden Julius Speer, der als Chiropsychologe, also das sind Menschen, die aus der Hand lesen, in Amsterdam arbeitet. Speer rät ihr, Tagebuch zu führen. Das ist der Beginn dieses außerordentlichen Dokuments einer persönlichen, seelischen, spirituellen, gottsuchenden Entwicklung, die zur Sprache, zur Schrift gerinnt. Eti lebt aus dem Blickwinkel traditioneller Moral ein ungeordnetes, ja unter solchen Augen verwerfliches Leben. Seit ihrem 27. Lebensjahr hat sie auch sexuell intensive Beziehungen zu zwei Männern, dem 62 Jahre alten Witwe Hahn Wegeriff, das ist ihr Hauswirt,
und eben zu Julius Speer, 55 Jahre alt, seinerseits verlobt mit einer jungen jüdischen Frau, die in London lebt und auf Speer wartet. Es wäre leicht psychoanalytisch, diese Beziehungen zu den beiden sehr viel älteren Männern als sekundäre Vatersuche Ettis zu beschreiben, die sie dann später auf Gott übertragen wird. Aber die Analyse ist nicht alles und hören Sie gleich in Ettis Sprache selbst, ob da nicht auch etwas auftaucht, das schlechthin inkommensurabel ist und über das schlicht Projektive weit hinausweist. Etty bejaht im Kern die Beziehung zu beiden Männern. Sie liebt beide und hat das Empfinden, beiden, wie sie schreibt, treu zu sein. Zitat: Ich bin ihm innerlich treu und auch Hahn bin ich treu. Ich bin allen treu. Zitat Ende. Ihr Weg ist nicht nur hier unorthodox. Ihr sich immer mehr abzeichnender eigener geistlicher, ja mystischer Weg tiefer Gottverbundenheit in Denken, Beten und Leben erfährt in ihr auch keine Hinderung, als sie sich zu einem Schwangerschaftsabbruch entschließt. Vermutlich war sie von Hahn Wegeriff schwanger. Sie entschließt sich zum Abbruch der Schwangerschaft aus innerfamiliären Gründen und, Zitat, weil sie sich nicht imstande fühlt, unter diesen historischen Umständen der Verfolgung, der Deportation und der Ausrottung der Juden ein Kind in die Welt zu setzen. Nach der Abtreibung wendet sie sich vertrauensvoll an Gott und bittet ihn, er möge sie so annehmen, wie sie ist, also mitsamt ihren Grenzen und Widersprüchen. Und im Gebet führt sie ihren Dialog mit ihm fort. Weder ihre sexuelle Freizügigkeit noch die Abtreibung sind ein Hindernis für ihre Beziehung zu Gott, die weiter besteht und nach diesem Geschehen noch intensiver wird. Zitat Ende. So beschreibt es die Etty Hillesum-Forscherin Wanda Tomasi. Etty schreibt, Zitat, Mein Gott, ich danke dir, dass du mich so geschaffen hast, wie ich bin. Ich danke dir dafür, dass ich manchmal eine solche Weite in mir spüre, denn diese Weite ist ja nichts anderes als ein Erfülltsein von dir. Zitat Ende. 1942 erhält Etty eine Position beim Joodsche Rat, also Judenrat von Amsterdam, einer von den deutschen Besatzern geschaffenen Beratungs-, Auskunfts- und Verwaltungsstelle für die Juden in den Niederlanden. Damit hätte sie einen gewissen Schutz vor Deportation gefunden. Als ihr klar wird, dass die Stelle eingerichtet ist, die Verfolgung, Deportation und Vernichtung der niederländischen Juden zu flankieren und mit vorzubereiten, kündigt Etty die Stelle binnen zweier Wochen. Im August 1942 wird sie ins Sammellager Westerbork deportiert. Ihr noch gültiger Sonderausweis des Judenrates ermöglicht ihr noch mehrmals eine Rückkehr nach Amsterdam. Sie deponiert ihr Tagebuch über ihre Freundin Maria Tuinsing bei der befreundeten Familie Smelik. Sich in Sicherheit bringen oder unterzutauchen, lehnt sie aus Solidarität mit ihren jüdischen Schwestern und Brüdern ab. Ob sie dort Edith und Rosa Stein getroffen hat, die am 2. August 1942 nach Westerbork gebracht wurden zum Weitertransport nach Auschwitz, wo sie am 9. August 1942 ermordet wurden, ob Etty, Edith und Rosa einander angeschaut haben. Am 7. September 1943 wird Etty mit vielen anderen von Westerbork nach Auschwitz abtransportiert, wo sie ihren Vater und andere Verwandte wieder sieht. Am 30. November 1943
wird sie in Auschwitz-Birkenau ermordet, so meldet es ein Bericht des Roten Kreuzes. So viel zum Leben. Nun zum Tagebuch. 1980 bat Klaas Melik Junior Jan G. Garland Ettis Tagebuch anzuschauen. Sofort wurde die Bedeutung des Tagebuchs diesem klar, nachdem lange vergeblich von Smelik versucht worden war, das Tagebuch zu publizieren. Eine Auswahl wurde aus den 600 Seiten getroffen, die 37 Jahre nach Ettis Tod am 1. Oktober 1981 im Amsterdamer Konzertgebäu vorgestellt wurde. Die niederländische Ausgabe hieß Het verstorde leven, das verstörte Leben. Die deutsche Übersetzung, die 1985 bei Rowohlt erscheint, nimmt ein anderes Wort aus dem Tagebuch in den Titel Das denkende Herz. Mittlerweile sind übrigens alle Texte von Etty Hillesum ins Deutsche übertragen und als Buch erhältlich. Ich lese Etty Hillesum seit 1990. Das Tor der Sehnsucht in ihr ging weit auf, wurde weiter und weiter, schmerzvoll, schön, unermesslich tief, Gott durchdrungen, wund, blühend. Zitat: Etty war eine Gottsucherin, die schließlich zu der erlebten Erkenntnis gelangt, dass Gott wirklich existiert. Zitat Ende. So schreibt bündelnd Garland in seinem Vorwort. Das Tagebuch beginnt mit einer Erfahrung innerer Zugeschlossenheit, voller Angst, Lebensangst, fehlendes Selbstvertrauen, Abscheu vor sich und der Welt. Zitat Etty: Ganz tief in mir steckt ein geballter Kloß. Irgendetwas hält mich fest im Griff, sodass ich manchmal trotz allen klaren Denkens nur ein ängstlicher, armer Schlucker bin. Zitat Ende. Etty beschreibt ihre Therapiesitzungen bei Spier, die bald immer intimer werden. Zum ersten Mal kommt das Wort Gott in einem von ihr vergegenwärtigten Zitat vor. Zitat Etty: Melodisch rollt die Welt aus Gottes Hand. Diese Worte von Verwey gingen mir den ganzen Tag nicht aus dem Sinn. Ich würde gern selbst melodisch aus Gottes Hand rollen. Und jetzt gute Nacht. Zitat Ende. Immer wieder dokumentiert das Tagebuch ihre intensiven Lesespuren. Etty ist nie eindimensional. Die Bibel, der Talmud, der Koran, Augustinus, Hegel, Dostoevsky, Michelangelo, Rilke, Leonardo, Kierkegaard, Shakespeare und andere, politische Literatur, geistliche Schriftwerke, Philosophie, Literatur, Theologie, juristisches, Psychologie. Wir begegnen auch einer enormen intellektuellen Begabung, die aber nie kühl konsumiert, vielmehr vom Gelesenen wie Gelebtem und Erlebtem, Erlittenem, Beglückendem sich betreffen lässt, bis in ihre ganz ungedeckte Sprache im Tagebuch. Ein erster Höhepunkt ihrer Gottvergegenwärtigung findet sich im Eintrag vom 26. August 1941. Es ist wie ein prophetisches Wort auch für uns und unsere Zeit. Zitat Etty: In mir gibt es einen ganz tiefen Brunnen und darin ist Gott. Manchmal ist er für mich erreichbar, aber oft liegen Steine und Geröll auf dem Brunnen und dann ist Gott begraben. Dann muss er wieder ausgegraben werden. Ich stelle mir vor, dass es Menschen gibt, die beim Beten die Augen zum Himmel erheben. Sie suchen Gott außerhalb ihrer selbst. Es gibt auch andere, die den Kopf senken und in den Händen verbergen. Ich glaube, diese Menschen suchen Gott
in sich selbst. Zitat Ende. Dieses in sich hineinhorchen macht Etty immer poröser, immer alltagsempfindlicher, alltagsgenauer, alltagspräsenter, wach, aufmerkend für alle Dinge in ihr und um sie herum. Mystik und Alltagsleben und Politik, die große und kleine Welt zusammenbringen. Aus der Aufmerksamkeit, die nach Malebranche, dem französischen Philosophen, das natürliche Gebet des Lebens ist. Aufmerksamkeit ist das natürliche Gebet des Lebens. Seele ohne Oberhaut, zitiert Etty, und sie weiß um die Fragilität der menschlichen Existenz, unsere Unfähigkeit, einander wirklich zu begegnen, einander zu verstehen. Wie sehr das Missverstehen das Verstehen überlagert und nur im Lieben wirkliche Brücken zum Du entstehen. Zitat, dass die anderen genauso unsicher, schwach und hilflos sind wie du selbst. Zitat Ende. Sie setzt sich mit dem Kern der Heiligen Schrift auseinander, mit der jüdischen wie der christlichen Überlieferung. Sie findet darin ganz substanzielle, sehr uns jetzt betreffende Einsichten. Zitat. Ich weiß mittlerweile, dass es Tage gibt, in denen man Widerwillen gegen seinen Nächsten hat und dass dies auf einen Widerwillen gegen sich selbst zurückzuführen ist. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ich weiß auch, dass es immer an mir liegt und nie an ihm. Wir haben nun einmal beide einen ganz unterschiedlichen Lebensrhythmus und man muss jedem die Freiheit lassen, zu sein, wie er ist. Wenn man einen anderen nach seiner Vorstellung zurechtstutzen will, rennt man immer wieder gegen eine Mauer und wird ständig enttäuscht, nicht vom anderen, sondern von den Forderungen, die man selbst an den anderen stellt. Zitat Ende. Sie nimmt wahr, sich selber ohne Übertünchung, die Menschen, ihre Umgebung, die Leiden ihrer Zeit, die Niederlande okkupiert von der totalitären deutschen Besatzung. Uferlose Verbrechen der despotischen Herrscher, tägliche Gewalt, ständig drohende Deportation und Vernichtung. Sie lässt es an sich heran. Zitat, mittags ins Bett gekrochen. Das Leben aller Menschen war wieder zu einer einzigen großen Leidensgeschichte geworden. Zitat Ende. Je weiter das Tagebuch sich ausformt, desto eindrücklicher geschieht eine Innen- wie Außenbewegung mit Etty, die dem entspricht, was Romano Guardini die Annahme seiner selbst benannt hat. Eine Selbstannahme, wie ich je bin, nicht als der Mensch, der ich gerne sein wollte, nicht zu groß und nicht zu klein im Blick auf sich selbst. Und dies in der tiefen Weite seiner selbst als Ahnung. Selbstannahme und Gottannahme sind im letzten Grund eins. Und da nichts herauslassen, nicht die Selbstwidersprüche, nicht das Leiden, die Schmerzen nicht, die Aporien und Mauern im Denken, die Zweifel, das Schöne und Gelingende, Leib, Seele, Geist, Eros, Sexualität, Sterben und ähnlich wie der heilige Franz von Assisi auch den Tod nicht. Es ist die vernommene und gelebte Coincidentia Oppositorum des Nikolaus von Kues. Also die Vereinigung und das Zusammenkommen der Gegensätze im größeren Einheitsgrund, die sich mehr und mehr in Etty Hillesum abzeichnet und einträgt. Zitat, aber die Einheit ist nur dann gut, wenn sie alle Gegensätze und irrationalen Momente in sich einschließt,
sonst wird daraus wieder nur eine Verkrampfung und Fixierung, die dem Leben Gewalt antut. Zitat Ende. Und daraus die größere, die größtmögliche Hoffnung. Zitat: Ich gehe niemals und nirgends zugrunde. Darin das Anerkennen des je größeren Gottes in der Intimität des intimsten Du. Eine ähnliche Erfahrung wie die der Edith Stein, die ich eben erwähnt hatte, dass sie vielleicht mit ihrer Schwester Rosa Etty Hillesum in Westerburg vor der endgültigen Deportation nach Auschwitz begegnet ist, vielleicht. Etty schreibt Ähnliches wie Edith Stein, Zitat Etty: Gestern Abend, kurz vor dem Zubettgehen, kniete ich plötzlich mitten in diesem großen Zimmer zwischen den Stahlstühlen auf dem hellen Läufer nieder, ganz spontan, zu Boden gezwungen durch etwas, das stärker war als ich selbst. Ich übe mich im Knien. Ich geniere mich noch zu sehr wegen dieser Gebärde, die ebenso intim ist wie die Gebärden der Liebe. Manchmal habe ich das Gefühl, dass ich Gott in mir trage. Den Mut haben, Gottes Namen auszusprechen. Und abends bete ich auch, bete für die Menschen. Zitat Ende. Zweiter Teil des Vortrags. Mittlerweile hat für Etty das Jahr 1942 begonnen, ein besonders schreckliches Kriegsjahr. Die auf die Gänze der Ausrottung der europäischen Juden zielende Vernichtungsmaschinerie der Nationalsozialisten, der organisierte, verwaltete Massenmord an Millionen, wird mit brutaler Konsequenz durchgeführt. Etty nimmt diese Entwicklung in voller Bewusstheit wahr. Ihre Gottverbundenheit ist alles andere als ein frömmelndes Beschwichtigen oder Verharmlosen dessen, was an Zerstörendem geschieht. Sie ist auch eine Hiob-Existenz. Darin aber lässt sie von Gott nie. Sie breitet betend und um Sprache ringend das entstellte und verstellte Leben im Tagebuch aus. Am 18. Mai 1942 schreibt sie: Die Bedrohung von außen wird ständig größer, der Terror wächst mit jedem Tag. Ich ziehe das Gebet wie eine dunkle, schützende Wand um mich hoch, ziehe mich in das Gebet zurück wie in eine Klosterzelle und trete dann wieder hinaus, gesammelter, stärker und wieder gefasst. Zitat Ende. Zugleich, Zitat: Es ist oft kaum zu fassen und geistig zu verarbeiten, Gott, was deine Ebenbilder auf der Erde in diesen entfesselten Zeiten sich gegenseitig antun. Aber ich schließe mich davor nicht in meinem Zimmer ein, Gott. Ich halte die Augen offen und will vor nichts davonlaufen, sondern versuchen, auch die schlimmsten Verbrechen irgendwie zu begreifen und zu ergründen. Und ich versuche immer wieder, den nackten kleinen Menschen aufzuspüren, der aber in den monströsen Ruinen seiner sinnlosen Taten oft nicht mehr zu finden ist. Zitat Ende. Wirklichkeit, die Sprache verschlägt, zerschlägt und doch wieder Sprache, neue Sprache, Suche nach Sprache, die widerspricht aus betendem Schweigen. Zitat Etty: Die Wörter müssen eigentlich das Schweigen hervorheben. Zitat Ende. In diesem kleinen Satz von ihr eine ganze Poetologie. Und nun folgen, wie eine erste Entsprechung zu dieser Poetologie, Passagen aus dem Sommer 1942, die für mich unvergesslich, erschütternd,
ergreifend eröffnet sind wie kaum ein spirituelles, Sprache gewordenes Suchen aus dem 20. Jahrhundert, mitten im verheerendsten Krieg der Menschengeschichte. Zitat: Man darf auch in diesem 20. Jahrhundert noch an Wunder glauben. Und ich glaube an Gott, auch wenn mich demnächst die Läuse in Polen auffressen. Das Leiden tastet die Würde des Menschen nicht an. Ich meine damit, man kann Menschen würdig und Menschen unwürdig leiden. Ich meine damit, die meisten Menschen des Westens verstehen die Kunst des Leidens nicht und haben tausend Ängste davor. Das ist kein Leben mehr, wie die meisten Menschen leben, in Angst, Resignation, Verbitterung, Hass, Verzweiflung. Mein Gott, man kann es so gut verstehen. Aber wenn ihnen dieses Leben genommen wird, dann wird ihnen doch nicht viel genommen. Man muss den Tod als einen Teil des Lebens akzeptieren, auch den schrecklichsten Tod. Aber erleben wir nicht jeden Tag ein ganzes Leben und macht es denn viel aus, ob wir ein paar Tage mehr oder weniger leben? Ich bin jeden Tag in Polen auf den Schlachtfeldern, so könnte man sagen, manchmal drängt sich mir eine Vision von giftgrünen Schlachtfeldern auf. Ich bin bei den Hungernden, bei den Misshandelten und Sterbenden. Jeden Tag bin ich dort. Aber ich bin auch hier bei dem Jasmin und dem Stück Himmel vor meinem Fenster. In einem einzigen Leben ist für alles Platz, für den Glauben an Gott und für einen elenden Untergang. Zitat Ende. Und dann und daraus weiter in dieser Intensität der Zusammenfügung des wie zerklüftet auseinanderfallenden in ihr Ganzes, 3. Juli 1942, Zitat: Gut, diese neue Gewissheit, dass man unsere totale Vernichtung will, nehme ich hin. Ich weiß es nun. Ich werde den anderen mit meinen Ängsten nicht zur Last fallen. Ich werde nicht verbittert sein, wenn die anderen nicht begreifen, worum es bei uns Juden geht. Die eine Gewissheit darf durch die andere weder angetastet noch entkräftet werden. Ich arbeite und lebe weiter mit derselben Überzeugtheit und finde das Leben sinnvoll, trotzdem sinnvoll, auch wenn ich mir das kaum noch in Gesellschaft zu sagen getraue. Das Leben und das Sterben, das Leid und die Freude, die Blasen an meinen wundgelaufenen Füßen und der Jasmin hinterm Haus. Die Verfolgung, die zahllosen Grausamkeiten, all das ist in mir wie ein einziges, starkes Ganzes. Und ich nehme alles als ein Ganzes hin und beginne immer mehr zu begreifen, nur für mich selbst, wie alles zusammenhängt. Ich möchte lange leben, um es später doch noch einmal erklären zu können. Und wenn mir das nicht vergönnt ist nun, dann wird ein anderer mein Leben von dort an weiterleben, wo das meine unterbrochen wurde. Und deshalb muss ich es so gut und so überzeugend wie möglich weiterleben, bis zum letzten Atemzug, sodass derjenige, der nach mir kommt, nicht ganz von Neuem anfangen muss und es nicht mehr so schwer hat. Zitat Ende. Und noch ein Wort in dem Zusammenhang von ihr. Wir tragen alles in uns. Der dritte Teil des Vortrags nun. Vom Philosophen Ludwig Wittgenstein heißt es in seinem Tractatus Logico Philosophicus 6.522, erstaunlicherweise in einem schmalen philosophischen Buch, in dem Wittgenstein nur das sagen wollte, was sich philosophisch klar sagen lässt.
Zitat: Es gibt allerdings Unaussprechliches. Es ist das Mystische. Zitat Ende. Der Weg in die mystische Erfahrung ist nun in Eti geebnet, bereitet ins Abgründige, ins Eine, ins Fehl, an der Grenze des Sagbaren, ins Ununterbrochene Du, Ich, Wir. Die mystische Erfahrung der Einheit wird ihr zur symphonischen, worin alle Facetten ihres Erlebens Ausdruck finden, ohne als Welle im Meer Gottes unterschiedslos einzugehen. Gerade das macht ihre Erfahrung so außergewöhnlich und wesentlich. Nicht das Aufgehen in ein amorphes, göttliches Allsamt, vielmehr das Allsamt in der Artikulation jeglicher einzelner Regung, das zum Klingen bringen aller Lebensfreude, aller Schmerzen, der Leiden ganz, auch der Aporien und darin dieses in den artikulierten Details der Alltagserfahrungen nie vergessene Schöne, auch aus den Blickwinkeln und sinnlich durchlebten Erfahrungen der scheinbar alltäglichsten Begebenheiten. Zitat: All das ist ein Teil des Lebens und trotzdem ist das Leben schön und sinnvoll noch in seiner Sinnlosigkeit, wenn man nur allen Dingen seinen Platz im Leben einräumt und das ganze Leben als Einheit in sich aufnimmt, sodass es dennoch zu einem geschlossenen Ganzen wird. Und sobald man Teile davon ausschließt und ablehnt, sobald man eigenmächtig und willkürlich dies eine vom Leben annimmt, jenes andere aber nicht, ja, dann wird es in der Tat sinnlos, weil es nun kein Ganzes mehr ist und alles willkürlich wird. Zitat Ende. Eti vernimmt deutlich, dass es zu dieser Zusammenschau der Räume und Zeiten innerer Einkehr bedarf. Sie ist eine Betende, der das Hineinhören, das Einhorchen in sich selbst, das Bedürfen nach Stille in der durchtosten Außenwelt wesentlich wird. Zitat: Ich werde mich heute zurückziehen und in meiner inneren Stille ausruhen. In dem inneren Raum der Stille, die mir ein ganzer Tag der Gastfreundschaft gewährt. Vielleicht ruhe ich mich dann aus. Körper und Kopf sind sehr müde und in schlechter Verfassung. Aber ich brauche heute nicht zu arbeiten, es wird schon gehen. Die Sonne scheint auf das Dach, draußen das Vogelgezwitscher, und das Zimmer so freundlich, dass ich beten möchte. Zitat Ende. Und daraus, wieder Zitat, Wörter wie Gott und Tod und Leiden und Ewigkeit muss man wieder vergessen. Man muss wieder so einfach und wortlos werden wie das wachsende Korn oder der fallende Regen. Ausschließlich nur noch sein. Um eine neue Sprache zu finden, die zu dem neuen Lebensgefühl passt. Alles muss schweigen, bis man die neue Sprache gefunden hat. Und doch ist es nicht möglich zu schweigen, das wäre auch eine Flucht. Man muss die Sprache während des Sprechens zu finden versuchen. Den Übergang von der alten zur neuen Sprache muss man gleichfalls in allen Abstufungen verfolgen. Zitat Ende. Die Entscheidung zu immer größeren Aufmerksamkeit nach innen wie nach außen, dieses tägliche Üben aller Sinne zu allen Dingen, lässt dieses natürliche Gebet des Lebens, ich zitiere es bereits, auch zu mehr und mehr Wahrnehmungsintensität gerinnen. Eti schreibt: Es ist alles anders, als es in den Büchern steht. Ganz anders. Ich kann nicht all die 1000 Einzelheiten niederschreiben, die ich täglich erlebe, aber ich möchte sie gern in Erinnerung bewahren.
Ich stelle an mir fest, meine Beobachtungsgabe registriert alles lückenlos und sogar mit einer gewissen Freude. Trotz allem, was ich erdulden muss, trotz Ermüdung, Leiden und alles Übrigen, bleibt immer noch dies. Meine Freunde, die Freunde des Künstlers, die Freude des Künstlers, die Dinge wahrzunehmen und daraus im Geist ein eigenes Bild zu gestalten. Ich werde interessiert den letzten Ausdruck vom Gesicht der Sterbenden ablesen und in mir aufbewahren. Ich leide gemeinsam mit den Menschen, mit denen ich jetzt jeden Abend spreche und die ab der nächsten Woche an irgendeinem gefährlichen Ort dieser Erde in einer Munitionsfabrik oder Gott weiß wo arbeiten werden, falls sie überhaupt noch arbeiten dürfen. Aber ich merke mir jede Gebärde, jedes Wort, jeden Ausdruck auf ihren Gesichtern mit einer fast kühlen und objektiven Sachlichkeit. Ich habe die Beobachtungsgabe des Künstlers und ich glaube, dass ich später, wenn ich es für notwendig erachte, von allem zu berichten, auch genügend Talent dazu haben werde. Zitat Ende. Ab Mitte Juli 1942 bricht bei Etty ein neues spirituelles, mystisches Motiv immer mehr Bahn, eine Umkehrung in ihrer Gottesbeziehung von der Gottbedürftigen zu der Gotthelfenden. Sie hat die Bedürftigkeit Gottes zur Welt hin, zu uns Menschen hin, die Armut Gottes in der Welt, die Gewaltlosigkeit und Ohnmacht des Göttlichen da im Lieben vernommen. Sie verknüpft hier jüdische und christliche Motive aus ihrer Erfahrung in der geschichtlichen Stunde des äußersten Ausnahmezustandes von Leben. Zitat: Und wenn Gott mir nicht weiterhilft, dann muss ich Gott helfen. Zitat Ende. Sie faltet das Motiv weiter aus. Ihr Tagebuch wird zunehmend auch Gebetbuch. Zitat: Jeder Tag ist für sich selbst genug. Ich will dir helfen, Gott, dass du mich nicht verlässt, aber ich kann mich von vornherein für nichts verbürgen. Nur dies eine wird mir immer deutlicher, dass du uns nicht helfen kannst, sondern dass wir dir helfen müssen und dadurch helfen wir uns letzten Endes selbst. Es ist das Einzige, auf das es ankommt, ein Stück von dir in uns zu retten, Gott. Und vielleicht können wir mithelfen, dich in den gequälten Herzen der anderen Menschen auferstehen zu lassen. Ja, mein Gott, an den Umständen scheinst auch du nicht viel ändern zu können. Sie gehören nun mal zu diesem Leben. Ich fordere keine Rechenschaft von dir. Du wirst uns später zur Rechenschaft ziehen. Und mit fast jedem Herzschlag wird mir klarer, dass du uns nicht helfen kannst, sondern dass wir dir helfen müssen und deinen Wohnsitz in unserem Inneren bis zum Letzten verteidigen müssen. Zitat Ende. Einher mit dieser durchbeteten, tief empfundenen Haltung öffnet sich das Lieben in Etty bis in die Dimension der Feindesliebe des Evangeliums, so wie Jesus sie im Matthäus-Evangelium kündet. Jesus spricht: Liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Zitat Ende, Matthäus 5, 44. Am 14. Juli 1942 schreibt Etty, Zitat: Ich hasse niemand, ich bin nicht verbittert. Wenn die allgemeine Liebe zu den Menschen sich einmal entfaltet hat, wächst sie ins Unermessliche. Ich muss alles in mir tragen. Zitat Ende. Und ihr Schreiben wird darin nie blind, naiv, übertünchend oder verdrängend fromm.
5. September, Dienstagmorgen, 10:30. Vielleicht war alles zusammen doch ein bisschen zu viel, mein Gott. Jetzt werde ich daran erinnert, dass der Mensch auch einen Körper hat. Ich hatte gedacht, mein Geist und mein Herz könnten alles allein tragen. Aber jetzt meldet sich mein Körper und sagt, halt, nun erst spüre ich, wie viel du mir zu tragen gegeben hast, mein Gott, so viel Schönes und so viel Schweres. Und das Schwere hat sich, sobald ich mich bereit erwies, es zu tragen, wieder in Schönes verwandelt. Und das Schöne und Große war oftmals schwerer zu ertragen als das Leiden, weil es so überwältigend war. Dass ein kleines Menschenherz so viel erleben kann, mein Gott, so viel zu leiden und so viel zu lieben vermag. Ich bin sehr dankbar dafür, mein Gott, dass du in dieser Zeit mein Herz dazu auserwählt hast, alles zu erfahren, was es zu erfahren gilt. Zitat Ende. Hier erweitert sich das mystische Erleben, die Stellvertretung Gottes in die Dimension der Berufung, der Erwählung des prophetischen. Ja, Wanda Tomasi, die Etihilism-Forscherin, nennt es, Zitat, eine neue Art von Heiligkeit, Zitat Ende. Etihilism nennt sich nun das denkende Herz der Baracke. Tief Gott verbunden in der solidarischen Nähe des Nächsten, eines jeden Nächsten. Ich ruhe in mir selbst und jenes Selbst, das Allertiefste und Allerreichste in mir, in dem ich ruhe, nenne ich Gott. Und lieben und hineinhorchen in sich und andere und forschen nach den Zusammenhängen in diesem Leben und nach dir. Hineinhorchen. Dafür möchte ich einen guten holländischen Ausdruck finden. Sie schreibt dieses Wort hineinhorchen im Tagebuch tatsächlich auf Deutsch. Eigentlich ist mein Leben, schreibt sie weiter, ein unablässiges Hineinhorchen in mich selbst, in andere und in Gott. Und wenn ich sage, dass ich hineinhorche, dann ist es eigentlich Gott, der in mich hineinhorcht. Das Wesentlichste und Tiefste in mir, das auf das Wesentlichste und Tiefste in dem anderen horcht. Gott zu Gott. Zitat Ende. Da ist nun die Erfahrung des Mystischen, des tief weit wesentlichen Einens zur Sprache gebracht. Sie, Etty, hat kein Heimweh mehr. Sie ist zu Hause. Sie ist es und will es sein, nur noch dies in eins, ein einziges großes Gebet und ein Pflaster auf viele Wunden. Aus dem Lager Westerbork schreibt sie noch einige Briefe, die erhalten sind. Auch hier im unbeschreiblichen Elend, wie sie es wahrnimmt, ungebrochen, im Kern nicht beschädigt. Die zerstörerische Willkürherrschaft der Nazischergen kann ihr den ewigen Gottkern nicht rauben, nicht nehmen, nicht zerstören. Welche Verheißung an uns Menschen, dieser Mensch, diese Frau. Vor Ort wird sie in allem unfasslichen Leiden als fröhlich, hilfsbereit und tatkräftig alltagsnah geschildert. In einem ihrer letzten Briefe aus Westerbork schreibt Etty, Zitat, das Leben ist etwas Herrliches und Großes. Wir müssen später eine ganz neue Welt aufbauen und jedem weiteren Verbrechen, jeder weiteren Grausamkeit müssen wir ein weiteres Stückchen Liebe und Güte gegenüberstellen, das wir in uns selbst erobern müssen.
Wir dürfen zwar leiden, aber wir dürfen nicht darunter zerbrechen. Und wenn wir diese Zeit unversehrt überleben, körperlich und seelisch unversehrt, aber vor allem seelisch, ohne Verbitterung, ohne Hass, dann haben wir auch das Recht, nach dem Krieg ein Wort mitzureden. Ich möchte ein sehr kleines Wörtchen mitreden. Zitat Ende. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.